Ja, worum geht es heute? Content und um die Frage, ob ihr zu viel Gratis-Content rausgebt. Und ich habe schon in der Ankündigung geschrieben, die Antwort ist Jein. Ja, kann also sowohl Ja als auch Nein sein. Und im Hinterkopf immer so ein bisschen behalten, bitte, dass Content-Produktion natürlich ein großer Zeitfaktor in unserem Business ist. Und wenn ich auf Content schaue, egal ob es jetzt gratis oder bezahlt Content ist, dann schaue ich da natürlich auch immer mit der Effizienzbrille drauf, mit der Zeitmanagementbrille drauf. Und wir starten mal los eben mit der Frage, gebt ihr zu viel Gratis-Content raus? Und dahinter steckt ganz oft die große Angst, Angst bitte unter Anführungszeichen, kann auch eine Sorge sein. Wenn ich so viel Gratis-Content rausgib, dann hat ja keiner mehr einen Grund, irgendein Produkt bei mir zu kaufen. Und das ist eine riesengroße Falle, weil ihr dann ständig am Überlegen seid, was behalte ich zurück von meinem Wissen für meine Kunden, die etwas zahlen, und was gebe ich raus an die Öffentlichkeit eben in Form von Gratis-Content. Und da möchte ich ein paar Gegenargumente bringen, warum diese Überlegung nicht sinnvoll ist, beziehungsweise halt auch die Sorge ein bisschen zerstreuen. Das erste ist natürlich, es gibt Autodidakten. Ja, es gibt also Menschen, die von Gratis-Content oder auch Selbstlernkursen sehr gut lernen können. Und ich erlebe das bei meinen Followern immer wieder, dass zum Beispiel erst vor kurzem hat jemand einen kleinen Selbstlernkurs bei mir gekauft und hat mir dann per E-Mail geschrieben, dass sie ihn eigentlich nicht braucht, aber sie will mir unbedingt irgendetwas zurückgeben, weil ihr meine Newsletter und meine Blogartikel so unheimlich weitergeholfen haben. Bis hin zu einem Follower, der mir geschrieben hat, ich möge ihn doch bitte jetzt endlich mal eine Rechnung schicken, weil er mit Hilfe meines Contents so große Erfolge erzielt hat in seinem Selbstmanagement und dadurch natürlich auch in seinem Business, was Umsatz und so weiter angeht. Ja, also es gibt diese Autodidakten und selbst wenn ihr jetzt nicht eine E-Mail kriegt mit bitte schick mir eine Rechnung, wisst ihr ja nie, diese Autodidakten werden euch weiterempfehlen, wenn sie mit eurem Gratis-Content eben vorankommen. Also das darf man nicht aus den Augen verlieren, dass dieses Content-Marketing nicht nur dazu da ist, etwas zu verkaufen, sondern auch dabei helfen kann, empfohlen zu werden. Ja? Aber der größte Punkt ist der, warum selbst wenn ihr viel Gratis-Content rausgebt, die Kunden immer noch kaufen, ist, dass Kunden ja ganz oft eine Abkürzung suchen. Rein theoretisch, wenn ihr euch alle meine Blogartikel, es sind jetzt über 300, durchlesen würdet, alle Podcast-Episoden, das sind 191 anhorchen, alle Videos auf YouTube anschauen würdet, dann könntet ihr wahrscheinlich 75, 80% meiner Bezahlinhalte da nachmachen. Ja, also ihr könntet quasi umsetzen 80% von dem, was ich in meinen Kursen und in meinen Programmen drinnen habe. Aber es werden ja oft Abkürzungen gesucht, weil das kostet wahnsinnig viel Zeit, sich da die Informationen selber zusammenzusammeln. Dann kommen Fragen auf, die niemand beantwortet, weil es eben Gratis-Content ist und so weiter. Außerdem gebt ihr ja in dem kostenpflichtigen Content hoffentlich einen roten Faden mit und der hilft natürlich auch wieder beim Abkürzen. Und im bezahlten Content haben die Leute ja direkt Zugang zu euch. Also selbst in den Selbstlernkursen, wenn jemand jetzt meinen Trello-Kurs kauft und dann eine Frage dazu hat, dann schreibt er meine E-Mail oder kommt in die große Gruppe, Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice und kann dort seine Fragen stellen. Ja, aber der direkte Zugang zu mir, der ist natürlich nur in den bezahlten Produkten drinnen. Ja, und ganz oft wünschen sich die Kunden auch eine Community, das heißt Austausch mit anderen. Und all das steckt ja nicht drinnen in dem Gratis-Content. Das heißt, dieses Argument, wenn ich zu viel Gratis rausgebe, dann kauft keiner mehr, das stimmt einfach nicht. Ja? Was allerdings schon zu bedenken ist, bei Gratis-Content, dass man so ein bisschen einen Unterschied machen sollte zwischen den unterschiedlichen
Medien unter Anführungszeichen oder Angeboten. Und zwar den Unterschied machen darin, was ist denn das für ein Gratis-Content? Also ich behaupte jetzt mal bei Blogartikeln, Podcasts, Videos, egal ob die jetzt live sind oder auf YouTube hochgeladen sind, braucht man im Prinzip nicht drüber nachzudenken, darf ich das rausgeben, kann ich das rausgeben oder nicht. Beispiel, viele der Trello-Tipps, die auch drinnen sind in meinem Trello-Kurs, sind eben auch auf YouTube. Ja, und über YouTube finden mich die 1-zu-1-Kunden sehr gut. Ja. Das heißt, da einen großen Unterschied zu machen und zum Beispiel auch zu sagen, naja, da erzähle ich nur, was du tun solltest, aber nicht, wie du es tun solltest, das ist in meinen Augen der falsche Ansatz. Auch wieder ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt einen Kurs oder entwickelt Webseiten für eure Kunden, das ist also euer Business, und ihr überlegt jetzt, naja, da gibt es eine bestimmte Sache, die mich die Kunden immer wieder fragen, und darüber schreibe ich jetzt einen Blogartikel, aber ich mache kein Video dazu, wo ich die Lösung herzeige, ich mache keine Screenshots dazu, wo ich eben die Lösung herzeige, damit die Leute mich weiter fragen. Das ist in meinen Augen eben der falsche Ansatz, weil was würde passieren, wenn die Suchenden eine gute Antwort bei euch finden im Gratis-Content? Ihr werdet höchstwahrscheinlich in den Hinterköpfen sitzen bleiben von diesen Leuten. Und wenn sie dann mal was Größeres brauchen oder über ein Produkt von euch informiert werden, dann werden sie viel eher bereit sein, auch dafür Geld auszugeben, wenn sie vorher schon eine positive Erfahrung mit euch gemacht haben. Ja, also bei Blog, Podcast, Videos, bitte haltet euch nicht künstlich zurück beim Gratis-Content. Bei den Webinaren darf man ein bisschen aufpassen, beziehungsweise da höre ich halt auch ganz oft diesen Satz, gib ihnen in Webinaren, was sie zu tun haben, aber nicht, wie sie es tun sollen. Das unterschreibe ich überhaupt nicht. Also in meinen Webinaren, egal ob die jetzt für einen Launch verwendet werden oder auch nicht, versuche ich wirklich immer auch weiterzugeben, was die einzelnen Schritte sind und wie die durchgeführt werden können, ja, aber das kommt halt auch wieder auf die Content-Strategie im Hintergrund an, beziehungsweise auf die Launch-Strategie, wie tief man da reingeht. Was für mich gar nicht geht, ist, wenn Inhalt versprochen wird und dann ist das ganze Ding eigentlich nur ein Verkaufswebinar. Ja, aber ich glaube, das ist auch logisch, da werdet ihr auch schon beide Varianten einmal erlebt haben als Zuseher. Auch bei Webinaren halte ich mich persönlich also nicht sehr zurück, was das was oder wie angeht. Da sollte man auch ein bisschen unterscheiden zwischen, beziehungsweise nicht unterscheiden zwischen Gratis- und Bezahl-Content. Ja. Freebies sind schon wieder eine Spezialgeschichte. Wenn ihr da nämlich zu viel hineingebt, jetzt nicht zu viel, dass der Benutzer nichts mehr anderes braucht, sondern wenn es zu viel ist, dass ihr die Leute einfach überfordert, dann ist das Ganze, geht es eigentlich am Sinn und Zweck eines Freebies vorbei. Ja, ein Freebie soll ja binnen kürzester Zeit demjenigen, der sich das bestellt hat, ein Aha-Erlebnis bescheren. Und das funktioniert selten mit einem 50-seitigen PDF oder Arbeitsblätter, für die man sich einmal einen halben Tag Zeit nehmen müsste, um die überhaupt durchzuarbeiten. Das ist keine Arbeitsprobe an sich, weil eben kein schneller Effekt eintritt. Also bei Freebies solltet ihr immer darauf achten, dass da wirklich ein schneller Effekt vorhanden ist, den die Leute mitnehmen, umsetzen und für gut befinden können und damit natürlich an mehr bei euch interessiert sind. Ja. Und eine Spezialgeschichte sind auch die Challenges. Das finde ich persönlich am allerschwierigsten, eine Challenge so auszurichten, dass ich sage, okay, es gibt 5 Tage lang Input, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen es, binnen 10 Minuten auch wieder einen Aha-Effekt zu haben. Binnen 10, 15 Minuten diese Aufgabe umzusetzen und den positiven Effekt zu spüren. Was ich also in Challenges immer wieder erlebe, ich bin sehr gerne bei Challenges dabei, ja. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass ich nach dem ersten Tag schon so platt bin und mir denke, oh Gott, um das jetzt umzusetzen, müsste ich mir eigentlich 2 Stunden Zeit nehmen. Habe ich nicht, weil Challenges ja nicht immer so langfristig angekündigt werden.
Und dann höre ich auf. Ja, ganz oft melde ich mich sogar dazwischen ab, weil ich sage, geht nicht. Ja, ich kann es nicht umsetzen. Und ich habe inzwischen, bin ja schon einige Jahre unterwegs, aufgehört, mir Dinge auf die Festplatte abzuspeichern, die ich dann sonst so nicht umsetze. Ja, also Challenge, Gratis-Inhalt, immer aufpassen, dass die Dinge nicht zu groß sind, dass das nicht ein vollständiger Kurs ist, weil ich glaube, dass die Leute dann danach nicht kaufen, weil sie schon genug haben, ja, und sagen, bah, super, ja, also das kann ich jetzt alles alleine durcharbeiten und dann habe ich die Lösung, dann muss ich nichts mehr kaufen, sondern dass sie einfach diese Einzelschritte nicht durchgehen können, weil sie zu lange dauern, die Einzelschritte in den Challenges. Ist für mich auch immer wieder sehr herausfordernd. Ihr wisst ja, im Herbst mache ich immer meine Home Sweet Office Challenge, also einmal im Jahr. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal konzipiert habe. Und eine Kollegin und habe dann gesagt, ja, was soll ich denn da machen an den einzelnen Tagen als Aufgaben? Und dann hat mir eine Kollegin geraten, naja, nimm Schreibtisch aufräumen. Und meine erste Reaktion war, Schreibtisch aufräumen, ja, also muss man da wirklich eine Aufgabe dafür setzen. Und das ist aber der Hit gewesen, am ersten Tag eben diese Schreibtisch-Aufräum-Aufgabe rauszugeben. Bei meiner letzten Challenge 2021 habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil ich mir gedacht habe, für die Leute, die mehrmals dabei sind, ist ja das langweilig. Und habe Beschwerden bekommen, wo ist denn die Schreibtisch-Aufräum-Aufgabe in dieser Challenge? Warum gibt es die nicht? Ja? Also ihr seht schon, kleiner machen, kleiner machen, kleiner machen. Dann darf es insgesamt auch eine große Aktion sein, wie zum Beispiel eine Challenge oder ein Intensivtag, wie er bei mir ja demnächst stattfindet, wenn die Einzelschritte eben klein genug sind. Und das ist ja auch Gratis-Content, ja. Und weil wir schon beim Intensivtag waren, das war ein Gedanke, den ich natürlich schon auch hatte, wie ich im Dezember vorigen Jahres das erste Mal diesen Intensivtag gemacht habe. Und darum zeige ich euch kurz einmal das Konzept, weil eigentlich widerspricht sich so etwas, vier Workshops an einem Tag zu machen, mit diesem, wenn du eine Challenge machst, dann mach ganz klein, ja, damit die Leute wirklich mitkommen. Was ist in den Workshops drinnen? Von der Konzeption her habe ich mir zuerst überlegt, ein grober Überblick über den Workflow. Ja, also welchen Workflow verwende ich für Newsletter? Welchen Workflow verwende ich für Social Media, für Themenfindung und so weiter? Und dann gibt es aber wieder schon eine Praxisaufgabe drinnen, die dauert nicht länger als 10 Minuten. Da wird im Zoom-Raum arbeitet jeder für sich oder geht sich halt was zum Trinken holen. Und wenn diese 10 Minuten gut ausgenützt werden und die Aufgabe gemacht wird, dann ist schon der erste positive Effekt da. Ja? Also immer so diesen positiven Effekt bei Gratis-Content im Auge behalten, egal ob das eben jetzt Challenge, Intensivtag, Blog, Podcast, was auch immer ist. Und das sind wirklich nur 10 Minuten mehr, ist nicht notwendig. Und das Positive daran ist eben, dass dadurch, dass das in einem Zoom-Meeting stattfindet und nicht als Webinar, dass auch Rückfragen möglich sind zu der Aufgabe, zum Workflow, was auch immer. Und daher kommt es nicht zu einer Überforderung. Ich glaube, die Überforderung ist gerade bei solchen Aktionen extrem wichtig, dass wir die im Auge behalten, um eben die Leute nicht abzuschrecken. Das hat noch einmal nichts damit zu tun, dass ihr zu viel Gratis-Content rausgebt und deswegen die Leute nicht kaufen, sondern die Leute kaufen nicht, weil Überforderung vorhanden ist. Ja, also so sehe ich es zumindest. Womit wir also auch zu den vier Workshops kommen, ganz kurz euch nur erzählt. Das erste ist die Themenfindung, weil ich eben ganz oft höre, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll in Bezug auf Gratis-Content. Witzigerweise bei Bezahlprodukten taucht das nicht auf und ich vermute halt, dass eben genau dieser Gedanke dahinter steckt, was darf ich denn da jetzt reingeben oder nicht reingeben, was kann ich gratis machen und was nicht. Naja, das haben schon die Kunden, dass man Themen wirklich in die Tiefe entwickelt und da Nuggets findet, die man weitergeben kann, ja. Und mit dem Newsletter ist das auch immer so eine Geschichte. Was soll ich denn im Newsletter schreiben? Weil hier ganz oft auch gesagt wird von Experten, wie gesagt nochmal, mein Blick ist der Zeitmanagement-Blick.
und von Experten gesagt wird, du musst für jeden Newsletter irgendetwas super Tolles Zusätzliches machen. Also eine Checkliste zusätzlich, ein eigenes Video zusätzlich, ja. Und wenn wir jetzt wöchentlich Newsletter verschicken, dann ist das ein irrer Zeitaufwand für diesen Gratis-Content, der einfach als Solopreneur nicht zu stemmen ist oder selten zu stemmen ist, vor allem wenn es wöchentlich ist, ja. Und deswegen zeige ich da eben meinen Workflow für Newsletter, wie ich das so zusammensetze, dass es für mich so wenig Arbeit wie möglich ist und für die Leser und Leserinnen so viel Mehrwert wie möglich ist, ja. Also das ist der zweite Workshop. Und beim dritten kommen wir dann genau zu dem Punkt, wieder gratis oder nicht gratis rausgeben. Da zeige ich auch so ein bisschen Medienhopping, nenne ich das, oder Produkthopping und zeige, dass man also durchaus auch Inhalte, die man sehr tiefgehend in einem Programm, in einem Bezahlprogramm rausgibt, dass man sich dann ein Stück rausnehmen kann und das zum Beispiel zu einem Gratis-Content machen kann. Ja, und zum Schluss, das ist glaube ich, der größte Zeitfresser, den wir im Gratis-Content haben, nach meiner Erfahrung, auch von den Rückmeldungen meiner Kunden, ist natürlich Social Media. Und da zeige ich auch wieder meinen Workflow her. Wie schaffe ich es, auf mehreren Kanälen mit eigentlich demselben Content, nur halt anders verarbeitet, zu anderen Zeitpunkten präsent auf den Social-Media-Kanälen zu sein. Ja, also das sind die vier Workshops. Ihr seht schon ganz stark darauf ausgerichtet, dass so wenig Zeit wie möglich reingesteckt wird, aber der Output für die Follower, für die Leserinnen und Leser so hoch wie möglich ist. Das zieht sich durch alle vier Workshops durch. Und deswegen die Aufforderung an euch. Ich weiß, es sind noch fast 3 Wochen. Nichtsdestotrotz möchte ich eben diesen Intensivtag so früh wie möglich euch anbieten, dass ihr euch anmeldet und dann natürlich den 20.04. auch möglichst frei haltet. Wenn das nicht geht, gleich hier, es gibt natürlich Aufzeichnungen, die sind dann eine Woche online zum Nachschauen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo ihr dann Fragen dazu stellen könnt. Und das Ganze findet eben am 20. April statt, nach Ostern. Da seid ihr dann hoffentlich ausgeruht, frisch und munter und könnt da aktiv mitmachen.